Der 24. Spieltag, ein echtes Kontrastprogramm. Die TSG seit 5 Ligaspielen ungeschlagen und am vergangenen Wochenende mit dem höchsten Bundesligasieg. Der FC Schalke 04 dagegen hat eine ganz bittere Woche hinter sich. Eine mit 11 Gegentreffern in 2 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen. Ich weiß nicht, wie die Schalker Spieler jetzt denken. Da habe ich zu wenig internen Einblick aktuell. Ich glaube schon, dass es eine ganz gefährliche Situation ist. Ja. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch ein bisschen was zu hoch gespielt wurde jetzt. Ja. Schalke hat in den ersten Bundesligaspielen, ich glaube, 13 Punkte gemacht, 4-mal gewonnen, 1-mal unentschieden gespielt und hat dann gegen die vermeintlich beiden besten Teams der Welt aktuell gespielt. Also müssen wir schon auch die Kirche im Dorf lassen, was das angeht. Und ich glaube, dass es da mehreren Teams in der Bundesliga hätte so gehen können, dass du gegen die Teams 5, 6, 7 Tore bekommst. Ja, das ist einfach, die sind einfach so gut, die anderen Mannschaften auch. Und deswegen sind, glaube ich, auch alle gut daran, das richtig einzuordnen. Ja, also Schalke hat nicht gegen irgendwelche Theken-Auswahlmannschaften verloren, sondern das waren richtig, richtig gute Teams. Schalke hat davor in der Bundesliga richtig gute Leistungen gebracht. Deswegen weiß ich auch nicht, ob das dann jetzt bei den Spielern tatsächlich so hoch empfunden wird und gesagt wird, okay, ich muss jetzt da unbedingt so eine totale Gegenreaktion zeigen, weil die Spieler wissen schon auch, gegen wen sie gespielt haben. Ja, und ich denke, wird eher so vielleicht die Tendenz sein, eine normale Bundesliga-Leistung wieder abzuliefern. Das ist immer was Besonderes, in dem Stadion dann auch zu spielen. Und für die Spieler ist natürlich auch immer was Besonderes, eine besondere Atmosphäre dort auch. Und so ein Spiel, wo du sagst, okay, du gehst jetzt nicht als absolutes Opfer in so eine Partie rein, sondern wir rechnen uns dann schon aus, wenn wir ein optimales Spiel erwischen, dass wir vielleicht auch was mitnehmen können. Der Praktikant ist heute dabei, der muss noch eine Frage stellen. Hast du einen auf Lager? Der muss eine Frage stellen. Denken Sie, Sie werden sich jetzt übermäßig freuen, dort am Schalke-Spiel, wenn es jetzt dort mit einem Sieg verlassen? Wenn uns das tatsächlich gelingen sollte, dann wäre es eine außergewöhnliche Situation, weil wir dann eine der Top-Mannschaften vielleicht besiegen können. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich da Schalke etwas Schlechtes wünsche, sondern es wäre nur große Freude für uns, wenn wir das schaffen könnten. Ja. Aber das war auch mal eine gute Frage. Es wird was mit dir. Und hoffentlich wird auch das zweite Gastspiel auf Schalke in dieser Saison wieder so erfolgreich wie das erste im Dezember. Da besiegte die TSG S04 im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 3:1.